sicher, du kannst deine Leute mit dem Fight-Kommando-Icon in Kampfstimmung versetzen. Sie werden sich dann zunächst nach möglichen Feinden umsehen, ehe sie daran denken, sich niederzulassen. Ferner hast du die Möglichkeit, sie zum päpstlichen Magneten zu locken, wenn dieser sich an einer strategisch günstigen Position inmitten des feindlichen Lagers befindet. Und wenn sie in einen Kampf verwickelt sind, kämpfen sie so lange, bis der Stärkebalken ganz auf Null steht. Damit hat ihre Todesstunde geschlagen. Mit dem Gather-Together-Befehl kannst du deine Leute stärken, weil sich dadurch mehrere zu einem einzigen Kämpfer verbinden, der widerstandsfähiger ist. Das ist das hier, nicht wahr? Genau, das ist Sammeln. Tipps für göttliche Wesen. Um dein Ziel, die Weltherrschaft an dich zu reißen, zu erreichen, musst du zwei Dinge tun. Dein Volk wie Sand am Meer vermehren und die Anhänger des Feindes dezimieren. Das klingt logisch. Ein paar Tipps, die dabei nützlich sein dürften. Ausdehnung. Man kann nicht teilen und erobern, wenn die Leute nichts Besseres im Sinn haben, als einen Tag außen ihren Hütten herumzusitzen. Man muss sie auf Trab halten, damit sie sich rühren und Häuseln bauen. Zu diesem Zweck dienen die Icons zur Beeinflussung der Anhänger. Bebauung des Landes. Vom Gelände hängt es ab, ob gebaut und geerntet werden kann. Je flacher das Land, desto leichter das Errichten von Gebäuden. Du musst das Land für deine Leute ebnen und die Gebiete des Feindes durch Katastrophen vernichten. Siedlung, klein oder groß. Größere Siedlungen erfordern mehr Zeit zum Errichten und zum Bevölkern. Wenn du deine Macht schnell erweitern willst, solltest du nicht dein ganzes Mana in das Baugewerbe stecken. Dafür haben große Siedlungen einen höheren defensiven Wert und einen besseren technologischen Entwicklungsstand. Ein großes Plus, wenn der Feind einen Vorstoß wagt. Technologischen Entwicklungsstand? Ja, wir hatten doch die kleinen Hütten, die haben quasi nur Knüppel. Und die größeren haben dann irgendwann Schwerter und Bögen und sowas. Sieht man zwar im Kampf nicht, aber da oben in dem Schild kann man es ja sehen. Sag mal, der läuft ja da immer noch rum. Der gegnerische Ritter? Mhm. Ist schon ein bisschen nervig. Penetrant, ja. Aber auf der anderen Seite ist er ziemlich niedergeprügelt. Wo ist denn unser Ritter eigentlich? Gibt's den noch? Ja. Den gibt's noch. Oh. Wie ist das? Der ist clever genug, um nicht in die Sümpfe reinzugehen, ne? Ich glaube ja. Gott. So, an dem könnte er sich mal die Zähne so langsam ausbeißen. Ah. Ja, der ist schon. Der wird noch eine Zeit lang unterwegs sein. Unsere hoffentlich auch. Ja. Für große Siedlungen braucht man ein großes Stück Flachland ohne irgendwelche Hindernisse. Kleinere Siedlungen sind schneller gebaut und bevölkert. Mit Hilfe von vielen kleinen Dörfern kann man sich schnell über ein weites Gebiet ausbreiten, aber natürlich sind baufällige Hütten leichter einzunehmen als Festungen. Für kleine Siedlungen braucht man das Gelände nicht vollkommen flach zu machen, noch es von allen Objekten zu säubern. Also Markus macht jetzt die gleiche Methode, die ich auch früher gemacht habe, und ich glaube auch, die bringt tatsächlich mehr. Möglichst viele große Siedlungen, weil die halt auch, was jetzt hier nicht steht, die produzieren dann, glaube ich, auch mehr Mana. Naja, weil sie mehr Leute beherbergen können, ja, ne? Also insofern, wenn man jetzt ganz schnell irgendwie vorrennen will, dann macht es vielleicht Sinn, eher kleinere Siedlungen zu haben. Das ist dann so ein bisschen wie der Zerg Rush. Du musst quasi viele Leute schnell rüberschieben, bevor der Gegner stark genug ist, sich wehren zu können. Nur wenn das misslingt, hast du halt verloren. Boah. Hier gibt es auch noch ein paar Bezeichnungen für einige beliebte strategische Prinzipien. Die M1-Methode. M1. Das Bevölkerungsdruckprinzip. Echt, das steht da? Ja. Das Bevölkerungsdruckprinzip. Das ist, glaube ich, der Rush. Zen und die flachen Küstenstreifen. Sumpffieber und sumpfige Plattformen. Soaky Mountain Blues. Und schließlich die Strategie des verzögerten Anführers. Ist doch irgendwo erklärt, was das ist? Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Der verzögerte Anführer. Fragen und Antworten. Ich sehe gerade, im Zwei-Spieler-Modus kann man sich vom Computer helfen lassen. Was das Bauen angeht, oder? Ja. Computer Assistance. Das ist ja wie Schummeln.
Der andere Spieler kriegt das aber angezeigt. Und da man das ja... Nee, man kann es auch per Modem spielen. Also über Telefonleitung. Also nicht über Internet, aber über Telefonleitung. Ansonsten, wir haben das ja immer im selben Raum gespielt. Ja, ja. Über Nullmodem eben. Ja. Weshalb sterben meine Gefolgsleute auf ihrem Marsch? Die Konstitution der Spielfiguren ist auch nur menschlich. Ermüdung, Erschöpfung und Mangelerscheinungen machen sich bemerkbar. Und schließlich tritt der Tod ein. Die Art der Landschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. In einer grünen, fruchtbaren Zone sind die Überlebenschancen besser als in einer gleißenden Wüste. Oder im Eis. Ja, das, wenn wir eine Mission haben in einem anderen Biom oder wie heißt sowas eigentlich? In einer anderen Landschaft. Einfach, ja. Da muss man dann aufpassen. Da dürfen sie nicht so sehr rumlaufen, ohne zwischendurch siedeln zu können. Und sich schnell schnupfen. Gibt es eine Möglichkeit, den Vorrat an Mana schneller aufzufüllen? Je mehr Anhänger sie um sich scharen, desto größer der Nachschub an Mana. Die beste Methode, mehr Mana zu bekommen, ist es, die Bevölkerung zu vermehren und gleichzeitig den technologischen Stand zu erhöhen. Zu Anfang ist dies ein langwierigerer Prozess, doch in dem Maße, wie sie die Strategien zum Bauen und Besiedeln erlernen, werden sie ihren Erfolg feststellen. Gehen sie sparsam und weise mit ihrem Mana um. So hat es zum Beispiel keinen Sinn, dieselben Geländestücke zu heben und dann wieder zu senken. Das wäre eine bloße Verschwendung von wertvollem Mana. Naja, also ich mache hier immer den Doppelklick. Ich baue zwei Ebenen auf und nehme dann das Hütchen in der Mitte wieder runter. Das geht schneller als die nacheinander zu setzen. Und nachher verklickt man sich sowieso. Genau, also wir sehen, das ist auch... also es geht nicht ganz so schnell. Also ich würde mal sagen, nahezu Echtzeit. Das heißt, wildes Rumklicken bringt hier nichts. So, wie sorge ich dafür, dass mein Gegner nicht gewinnt? Sei besser. Indem sie selbst gewinnen. Die Logik in diesem Handbuch ist... Mhm. Eine altbewährte Methode besteht darin, dem Feind möglichst viel Arbeit aufzuhalten, damit man selbst Zeit hat, in Ruhe Siedlungen zu errichten. Ein dreifacher Vulkan ist gar keine so üble Idee. Ja, ich könnte jetzt übrigens schon wieder das Armageddon ausrufen und die Chancen stehen gar nicht so schlecht mit Blau am Anschlag und Rot kaum noch. Aber ich meine, hier sind noch ein paar Hütchen. Sollen wir es kurz und schmerzlos machen oder wollen wir unsere Leutchen nochmal in den Kampf schicken? Schick sie doch mal in den Kampf. So. Ich meine, also sind sie schon der rote Balken ist ja schon quasi weg. So. Also das müsste jetzt in wenigen Zeiteinheiten zu schaffen sein. Wo wir jetzt ein Problem bekämen, aber ich glaube nicht, dass er die Macht dazu hat, wenn der Computer jetzt eine Überschwemmung hervorruft. Weil jetzt sind wir eine Ebene niedriger und somit wäre dann unser ganzes schönes Reich blub abgesoffen. Aber ich glaube nicht, dass er die Mana hat, um das zu tun. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wir könnten jetzt unseren Magneten zum Gegner setzen. Aber da musst du ja schon in die entlegensten Gebiete dort. Nee, das war es noch nicht. Ach, Quatsch. Nee, doch. Na nun. Geht nicht. Vielleicht brauche ich mehr Fläche. Vielleicht muss es flach sein. Und das geht nur, wenn... Ich guck mal. Wenn ein Männchen wenn einer dagegen in der Nähe ist. Da ist mein Ritter. Vielleicht kann ich jetzt einen... Egal. An einer beliebigen Stelle auf der Karte. Vielleicht das musst du doch, da oben klicken. Nö. Hast du mit rechts oder mit links geklickt? Mit links. Klick mal mit rechts. Und mit rechts links. Weg. Merkwürdig. Ja. Ja. Egal. Der Ritter wird das auch so bald geschafft haben. Ihr könnt jetzt hier auf dieses Eckchen noch einen Sumpf setzen. Oder ich lasse es sein. Komm, mach noch.
Was soll der Geiz? Die sehen ziemlich eingeengt aus. Fump. Fump. Ja, und der Herzschlag ist ganz entspannt. Schließen Sie die Augen. Konzentrieren Sie sich nur auf meine Stimme. Hier ist noch eine Referenzkarte. Installation von Populous auf Festplatte. Spielen von der Originaldiskette ist nicht möglich. Was? Ist PC. Ach so. Das macht ja hier keinen Sinn. Jetzt müssten wir es aber bald haben, oder? Da sind noch meine drei Sumpfhütchen. Da kommt genau, die letzte rote. Jetzt muss er nur noch darüber laufen. Wo ist er denn jetzt hin? Amiga-Version. Populous Luft auf allen normalen Amiga-Konfigurationen. Auf dem Amiga 1000 ist vor Einschieben des Computers eine Kickstarter-Diskette in das interne Laufwerk zu schieben. Per Anzeige der Aufforderung zum Einlegen der Workbench-Diskette stattdessen die Populous-Diskette einlegen. Back. Ja. Ich glaube, das sind die letzten beiden Hütchen, die er noch hat. Ah nein, da blinkt noch was rot. Das ist ein Männchen. Ja, gucken wir doch mal. Da blinkt es noch. Ja, und unser Mana ist am Anschlag, also. Ja, mehr geht gar nicht. Das Volk liebt uns. Jetzt schnappt ihr den letzten. Auf geht's. Der versucht nochmal irgendwo sinnlos hin und her zu laufen. Was ihm auch gelingt. Sinnlos im Weltall. Und da ist mein Ritter und pustet ihm das Licht aus. Also die KI ist ja... Oh. Wie? Hat er aufgegeben. Jedenfalls haben wir gewonnen. Ja. Und wir haben noch Towns und Castles. Und er nicht. Ja, weil wir sie alle niedergebrannt haben. New Game. Aber wir hatten das letzte Mal mehr Punkte. Ja, weil er weniger Kämpfe gewonnen hatte. Wir haben den Ritter so lange gewähren lassen, deswegen hat er Punkte bekommen. Ja gut, aber wir haben doch so viel Gebäude jetzt übrig, die hatten wir am Armageddon nicht übrig. Oh, er lädt nach. Und jetzt haben wir die Wüste. Aber wieder kein Passwort. Vielleicht ist es ein Problem dieser Version. So, mal gucken. Spore? Ist das, geht das nicht auch so ein bisschen in die Richtung? Ja, wobei das hat mehr was von SimLife. Ja. Also, ja. Ist dann vielleicht nicht im Sinne von, ich schaffe die Welt für mein Volk, sondern ich schaffe das Volk selber.